Willkommen zu einem kleinen Workshop, den wir zusammen jetzt hier mit unserer Ukulele machen. Er heißt, wir spielen You Always Hurt The One You Love nach Ryan Gosling auf unserer Ukulele. Hm? Dazu brauchen wir als allererstes und als allerwichtigstes ein Ukulele und das muss vorzugsweise eine sein, die so schick ist wie die Ryan Gosling in seinem Film spielt. Blue Valentine, genau. Ich habe sowas mal vorbereitet hier, ja. Es klingt fürchterlich, aber hey, dann brauchen wir ein Handvoll Akkorde und das meine ich wörtlich. Wir brauchen einen C-Dur-Akkord, den kennt ihr, klingt so. Wir brauchen einen C7-Akkord, kennt ihr, geht so. Wir brauchen einen F-Dur-Akkord, geht so. Ein G7-Akkord, geht schwierig. So, und wir brauchen einen D7-Akkord und mir ist pupsi egal, ob ihr die Billo-Variante nehmt mit zwei Fingern oder die Spezialisten-Variante mit ein paar Regriff in der Mitte. Ja, das könnt ihr halten wie die Duckdecker. So, jetzt wollen wir mal gucken, er spielt ein Schlagmuster mit C-Dur und es ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt als ein Rhombusschlag. Es ist runter, runter, rauf, rauf, runter, rauf. Ich mach's nochmal. Runter, runter, rauf, rauf, runter, rauf. Ein bisschen besser auf meine Hand gucken hier. Runter, runter, rauf, rauf, runter, rauf. Und in einen Flow als Loop wäre das. Okay? Gut. Dann, er spielt das nicht so schnurgerade durch, sondern er lässt das swingen. Das heißt, er hat einen entspannt zu späten Schlag nach oben. Ich mag das vor. Okay, gut. Jetzt macht er noch einen kleinen Kniff, weil es ist ja pupsi einfach, ein C-Dur zu spielen. Er lässt an einer Stelle einfach nochmal alle Finger runter vom Griffbrett und zwar am letzten nach oben, glaube ich. Ja? Das müsste also dann, ja, Finger weg. Ein bisschen groß, damit man es sieht. Und klingen müsste dann. Dann macht er noch eine kleine Variation von C-Dur mit nur zwei Fingern. Es ist ein Major-Akkord. Und er spielt noch einen C6-Akkord. Mein persönlichen Favoritenakkord. So, mit F-Dur macht er so einen ähnlichen Fehlefanz. Ich mag mich selber ein bisschen. Ich bin so hübsch, man kann mich ruhig ein bisschen sehen. Ne? So, F-Dur, er nimmt dann nur den Zeigefinger runter. Dann haben wir. Und dann bei G7 nimmt er den Ringfinger runter. Und bei D7, glaube ich. Beziehungsweise spart er sich so Pferdefanz. Okay, das heißt, wir sind fertig zum Spielen. Ich schreie laut der Akkorde durch, los geht das. Ja, wir fangen mit C-Dur an. Übrigens eine kleine Anmerkung nebenbei, wenn ihr das mit Ryan Gosling in Originalversion von Film mitspielen wollt, das klappt nicht mit einem C-gestimmten Ukulele. Ryan Gosling ist vielleicht, weil er ist Originaltonart von Lied B-Dur, einen ganzen Ton tiefer gestimmt, die Ukulele. Vielleicht auch, weil er nicht so hoch singen kann. Weiß ich nicht. Mache ich auch keine Spekulationen drüber. Wir spielen jetzt los. 2, 3. Achso, noch eine Anmerkung. In Original ist das Lied ein Dreivierteltakt. Er hat es, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, in einen Viervierteltakt umgefummelt. Ist ja nichts Neues. Gibt es bei All of Me auch. Ja? Nee, Quatsch. Nee, wie Flamme. Es ist ja was. Komm, los geht's. Ein bisschen Vorspiel, ne? Das mögen die Frauen. You always hurt the major man, yeah? The one you C6, it's wieder C-Dur. You shouldn't let an F-Dur. You always G7, the sweetest rose, and crush it till the petals wieder C-Dur. Kommt C7. You always break
the kindest heart. Obacht, kommt die 7 with a hasty word you can't. Und hier kommt ein Stop. So, Obacht, das ist jetzt ganz einfach. Wir ziehen einfach mit dem Daumen alle 4 Seiten einmal durch. So, if I broke. Es kommt F-Dur. Your heartless night. Jetzt kommt D7. It's because I love you, D7. Most of all. Oder so ähnlich am Ende. Jetzt habt ihr es drauf, würde ich sagen. Okay? Danke sehr. Was will er jetzt von mir? Nicht umschalten. Ich will einfach der Aufnahme...